Hey Freunde, was geht? Wir sind am Start. Ich hätte ein echt geiles Video für euch gehabt, aber das wird auch geil. Aber ich habe schon wieder vergessen, dass ich auf Aufnehmen drücke und habe da die ganze Zeit voll gelabert. Aber scheiß drauf, jetzt geht's richtig los. Ich wollte über vergeudetes Potenzial reden, weil ich sehe immer wieder YouTuber kleinere, die machen ein paar Videos, die nicht einmal schlecht sind für die ersten Videos und dann geben es gleich wieder auf. Das ist so vergeudetes Potenzial. Wenn ihr YouTube machen wollt, dann müsst ihr dranbleiben. Bei YouTube, als kleinerer YouTuber heutzutage, ist Geduld das Wichtigste fast. Ich meine, guter Content gehört auch dazu, aber Geduld ist sehr wichtig. Und darum finde ich es schade, dass wirklich manche schon nach 3 bis 5 Videos aufhören zum Drehen. Vielleicht haben sie auch keine Lust dazu, vielleicht hat es ihnen einfach keine Freude gemacht. Aber das ist ja schon, alle Anfang ist schwer und man sieht wirklich, wie das Wachstum langsam nach oben steigt. Und ja, da werde ich vielleicht mal ein Video machen, und wollt ihr morgen mal von euren Lieblings-YouTubern oder so, könnt ihr mal in die Kommentare oder privat schreiben, wer das ist, und dann kann ich mal ihre ersten Videos kommentieren. Und jo, ja, das wollte ich einmal sagen, weil ich finde es wirklich echt schade, wenn Leute mit so viel Potenzial einfach viel zu früh wieder aufgeben. Also, jo, ist ein kurzes Video. Dann wollte ich noch sagen, ich habe jetzt 89 Abonnenten. Und was ich mir überlegt habe, ist für die 100 Abonnenten Special kommt erstmal eine Ansage, wenn das am Start ist. Und ab 100 Abonnenten gebe ich euch meinen kompletten Shizu Storytime Talk, wie ich in Deutschland mehrere Tage obdachlos war. Warum, wie, wieso, warum, weshalb? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja Leute, es ist für mich immer noch belastend, das Thema. Aber ich würde auch gerne mal drüber reden. Aber das mache ich erst zum 100-Abo-Special. Da gibt es dann die ganze Story. Auch wenn vielleicht gerade in der Chronologie nicht richtig passt. Ich meine, ungefähr passt es eh. Aber ich will ja übrigens, ich mache das gerne über die Schizophrenie reden. Es hilft anderen und es hilft auch mir zur Verarbeitung. Aber ich will diesen Kanal nicht nur, ich will auf diesem Kanal nicht nur Schizo-Videos machen. Und ja, es kommt eh immer wieder was, wenn ihr wollt, ihr könnt euch immer wieder Anfragen geben, wenn ihr irgendein Thema habt, ganz besonders was mit Schizophrenie zu tun hat, aber irgendwie, ich will die Krankheit hinter mir lassen. Ich meine, ich hab's noch, aber es wird immer besser mit der Zeit. Vielleicht soll ich euch sagen, ich tue jetzt schon seit 2 Wochen wieder dampfen, das heißt meine Medikamenten, mein Leponex, stärker Medikament, was mir in Rauchen mindestens 50% weniger wirkt, müsste jetzt wieder im therapeutischen Bereich sein, das werde ich am 7. April testen, das läuft auf jeden Fall, ich hoffe, ich fange nicht wieder an, eigentlich wollte ich es nicht sagen, weil dann ist, weißt du, wenn man dann wieder anfängt, fühlt man sich schlecht und so, oh, ich habe es doch nicht geschafft, aber ich versuche, das schaffe ich für meine Gesundheit und dass die Medikamente nicht so wirken, also psychische Gesundheit und alles und jo, ja, okay. Ja Leute, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, aber ich glaube, wir waren eh fertig. Ja, ab 100 Abonnenten gibt es das Spezialvideo. Obdachlos in Deutschland. Das war wirklich schlimm. Das war kacke. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Angehörigen. Aber das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Okay, liebe Leute, und denkt daran, eigentlich geht es ja darum, um Potenzial. Es geht um Potenzial von kleinen YouTubern. Wenn euch YouTube machen Spaß macht, dann schaut es am Anfang nicht auf die Aufrufe und auf die Likes und so. Oder, ja, man freut sich immer über ein Like oder einen Kommentar. Aber die meisten hören dann eben viel zu früh auf, was schade ist. Und ja, das ist jetzt irgendwie schon wieder so ein Mischthema. Drum mache ich hier jetzt mal den Schlussstrich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich schaue es mal an, vielleicht. Nein, ich glaube nicht, dass ich noch mal reden muss, aber das ist ja jetzt egal. Ey Leute, ich wünsche euch wirklich eine wunderschöne Woche und haut rein, Leute. Peace out.